das wäre vielleicht das Publikum schön auch zu sehen, aber ich brauche es. Meine Dolmetscherin soll mir gegenüber sitzen, bitte. Ja. Andere Situation. Bitte fragen Sie der Frau Jama, sie soll zu dieser Zeit kommen. Nein, aber fragen Sie jetzt die Frau Jama, wie es ihr geht. Und dann schaue ich die Dame an und sage, hallo, melden Sie mich einfach direkt an. Ich weiß sie nicht. Seit meiner Anhörung im Parlament wurde Gebärdensprache im Parlament gedolmetscht. Fernsehübertragungen gab es vorher auch keine, erst ab dem Tagen. Manche haben sich gedacht, das kann man wirklich alles in Gebärdensprache bringen. Ein paar Gebärden, ein paar Gesten vielleicht. Nein, Dolmetscherinnen können alles übersetzen. Das ist auch ihre Aufgabe, das müssen sie. Nicht nur die Inhalte, auch wie es im Parlament abläuft, von der Stimme, Zwischenrufe zum Beispiel. Da kann ich ja ein gutes Beispiel bringen. Ausschusssitzung, das war in diesem Lokal hier. Es wurde heiß diskutiert. Eine Dolmetscherin hat also die Inhalte gebracht und die andere hat gesagt, der eine ruft die ganze Zeit dazwischen und tut fleißig übersetzen. Ich habe mich wirklich dafür interessiert, was der da so zwischenruft. Und dann sagt der Kollege zu mir, was macht Ihre Dolmetscherin da? Sag ich mal, die übersetzt, was soll sie sonst tun? Was denken Sie, was Dolmetscher tun? Gut. Ein anderer Kollege sitzt neben mir. Hat also nach seiner Rede seinen Platz wieder eingenommen und gesagt, sag einmal, der von der anderen Partei, weißt du, was der alles gesagt hat, während du geredet hast? Und der schaut mich an und sagt, na interessant, aber sag einmal, woher weißt du das? Du weißt das ja nicht. Ja, ich sage, sag einmal, ich habe meine Dolmetscherin da sitzen, was glaubst du, was die macht? Ja. Ja. Redewendungen, sehr spannend. Mr. Hunsdorfer wurde attackiert und er hat sich aufgeregt und gesagt, ich bin Ihnen auf der Nutzung hinterhergeschwommen. Der Kollege sagt, wow, das kann man auch in Gebärdensprache übersetzen. Also ich habe jetzt einige Beispiele gebracht. Jetzt fällt mir doch noch was ein. Im Parlament, wer nicht Abgeordneter ist, weiß es vielleicht nicht. Wir haben hier eine Sitzordnung, es dürfen nur Nationalratsabgeordnete sitzen. Eine kleine Ausnahmeregelung gibt es. Es gibt einen einzigen Dolmetscherinnenplatz. An einem Tag einer Sitzung saß ein Kollege einer anderen Partei auf dem Platz und dachte, so, Teufelchen kommt raus und gesagt, sind Sie jetzt mein Dolmetscher? Und ich sage, Hilfe! Und weg war er. Ich habe es nur witzig gemeint, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht verteilen. Hat er gedacht, dass behinderte Menschen keine Witze machen können, dass wir nur arm sind und lieb schauen? Ich habe also einige Beispiele gebracht. Ich möchte niemanden bloßstellen, ich möchte einfach nur aufzeigen, welche Wege wir brauchen, um zur Normalität zu kommen. Also da sind noch einige Schritte zu gehen. Wir brauchen Geld, Franz Josef, noch sehr viel Sensibilisierungsarbeit. Appell an die Medien, die hier vertreten sind, behinderte Menschen raus aus den Behinderten-Eck nehmen. Rubriken verfassen, Fernsehberichte, Serien, so in den USA ganz üblich, dass sie eigene Serien haben. In Schweden, Sendung für Gehörlose, offen aufzeigen, Menschen sind ganz normal und nicht immer nur neu, viel und ei. Interessant wäre noch zu sagen, in Libyen, man weiß, kann man nicht wirklich sagen, dass das ein Vorbild für uns ist in Österreich, aber was interessant dabei ist, auf YouTube habe ich gesehen, im libyschen Fernsehen wird simultan in Gebärdensprache gedolmetscht. Und was ist in Österreich? Wir haben auch eine Dolmetscherin, aber die ist so versteckt, dass man sie gar nicht sieht. Ich meine, das Positive ist, wir haben endlich den Etappenplan gesehen und das ist gut so. Forderung an die Medien ist, herredung, behinderte Menschen sollen eingezogen werden und auch in der Gesellschaft teilhaben und das soll zur Selbstverständlichkeit werden. Gut. Kurze Information, jetzt wo schon alle da sind, möchte ich es anbringen. Vielleicht sind Sie unsicher, wie Sie mit mir reden können. Sprechen Sie mit Ihren Hand, schnappen Sie sich eine Dolmetscherin und legen Sie los. Gut. Jetzt komme ich zum Ende. Wir waren ja beim Aschermittwoch anfangs gesagt, Bierzelt, reden, Schenkelklopfer, nein, das ist nicht meins. Die christliche Tradition auch nicht wirklich. Der Gedanke allerdings,
Aschermittwoch und Vergänglichkeit, möchte ich sagen, vergessen wir nicht, nein, wiederbeleben. Stellen wir uns vor, wir haben einen Kopf und stoßen Samen. Behinderte Menschen und Rechte von behinderten Menschen sollen so blühen wie das Leben selbst. Die Gesellschaft soll blühen. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ja, ich darf jetzt den Chor nehmen des Wiener Hilfswerks. Ein König, ich konnte sie dafür gewinnen und bin sehr dankbar, dass sie hier auftreten. Die Irene Bitterhuber und die Johann Seiden, der Marketingleiter in der Geschäftsführer. Und das erste Lied, das sie vortragen werden, ist das Tröpfelblatt und das ist ein Einblick auch, wie man anders sein kann. Yeah.
politischer Schlawinfunk ist bei Franz Josef in Bayern groß geworden. Ich heiße auch Franz Josef. Ich begrüße Sie zu einem anderen politischen Schlawinfunk. Bier gibt es keines, haben Sie schon bemerkt. Aber für Rabatz und unangenehme Waren ist gesorgt. Sie können applaudieren, Sie können auch grüllen, wenn Ihnen dabei ist. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ist ja für einen guten Zweck. Viele sagen, die Politik hat ihren Sinn im Leben. Ich erzähle heute, wo und wie ich im Leben sitze. Ein guter Tag beginnt bei mir mit einem Ö1-Morgenjournal. Da lehne ich mich ab. Das ist eine wichtige Informationsquelle, da ich keine Zeitung lesen kann. Sie werden sagen, was? Ein Abgeordneter, der nicht lesen kann. Ich sage Ihnen, es ist die beste Voraussetzung für einen Politiker, in der Früh nicht das Kleinformat gelesen zu haben. Da kann man den Tag unvoreingenommen beginnen. Sie wollen dem Bundeskanzler die Wünsche von den Augen ablesen. Lesen Sie gleich das Original in der Früh. Manchmal muss ich sagen, bringe ich die Farben etwas durcheinander. Nicht wegen zu viel Bier, sondern wegen zu wenig Tee. Zur Vorbereitung dieser Aschermittwochrede hat mich Helene Jahme in meinem Büro besucht und sie wollte einen Schwarztee trinken. Ich hatte aber nur grünen Tee. Und der war nicht aus. Der Kompromiss war ein roter Früchtetee. So gut geht es im Parlament. Das ist jetzt so. Anfangs war es ein Problem für meine Kollegen. Wie sollen sie mit mir umgehen? Da waren eine gewisse Unsicherheit da. Und war denn ein Politiker, der nicht die Hand schüttelt, ein Politiker, der tief unten im Rollstuhl sitzt und ganz leise spricht, sodass man nicht versteht oder beim Buffet, beim Stehtisch kaum zu sehen ist? Das war etwas unmöglich. Manchmal auch eine neue Assistentin mit mir unterwegs, die beim Manövrieren des Rollstuhls dem einen oder anderen Abgeordneten über den Zehen geholfen. Autsch, das war nicht nur peinlich, sondern auch eine schmerzhafte Erfahrung. Ein Hinweis, mit dem Rollstuhl wiege ich zusammen 150 Kilogramm und ja, sonst so viel zum Thema politisches Schwergewicht. Bürgerbeteiligung ist bei mir groß geschrieben. Gerne persönlich Assistentinnen. Bei Abstimmungen sitzt die Assistentin neben mir und hebt die Hand hoch. Aber ab und zu kommt es so vor, dass sie selbst die Hand hebt. Ich frage Sie, wo können Bürger näher an politischen Entscheidungen teilhaben als bei mir? Apropos Entscheidungen. Wenn es um Entscheidungen geht, geht es ja auch oft um die Ethik. Die Ethik ist in Österreich ein Fremdwort. Ich rede jetzt ja nicht von der Kronenzeitung, von H.C. Strache, Hohig und Co. Ich spreche von einer ehemaligen Bankerin, der Unterrichtsministerin. Was hat sie als erstes gestrichen? Den Ethikunterricht. Ich habe
archivinemetrischen Wörterbuch 2,6 cm dick. Das Wort Ethik findet sich da nicht. Ist ein Fall für das Fremdwörterbuch. Aber wir haben ja die Bioethik-Konvention. In Wahrheit ist sie eher eine Bio-Etikettenschmiedaktion-Kommission. Denn vor allem längst die jüngsten Stellungnahmen zu den UGH-Urteilen zu Spätabtreibungen von Behinderten bis zur Geburt. Diese Stellungnahme spiegelt einfach die Meinung behinderter Menschen nicht wieder. Mir kommt vor, dass die Mitglieder der Bioethik-Kommission ein E-Learning-Programm besucht haben. Und aus den alten Ethikern sind jetzt die Ethiker geworden. So mit Handy, iPad, iPhone und so. Der neue Zeitgeist hat da voll durchgeschlagen. Das findet sich auch in den Stellungen wieder. Genau, es wird, wenn er das denkt, als dem gut ist. Es wird heute nicht mehr gegrübelt in der Bioethik-Kommission, sondern einfach heruntergeladen. Ja, man sollte der Bioethik-Kommission das Wort Ethik gesetzlich aus den Namen streichen. Denn in Wahrheit haben wir schon längst eine Bio-Kommission. Ja, natürlich. Frage, ist die Bioethik-Kommission bestimmt für Spätabtreibungen bis zur Geburt? Antwort, ja, natürlich. Frage, ist die Bioethik-Kommission dafür, dass im Schadensersatz alles so bleibt, wie es ist, dass also ein behindertes Kind weiterhin ein Schadensfall ist? Antwort, ja, natürlich. Frage, ist die Bioethik-Kommission für Rasterfahren im Reagenzglas nach behindertem Leben und für Designer-Babys? Antwort, ja, natürlich. Ich habe sogar einen Vorschlag für ein zeitgleichiges Projekt der Bioethik-Kommission in Kooperation mit einer Supermarktkette, nämlich behindertes Leben kleben. Ja, so wie heute Tiersticker gesammelt werden, könnte man am Ende Sticker-Serie auflegen für ausgerottete Behinderten. Eben. Behindertes Leben kleben. Es kommen heute kaum mehr Menschen mit Down-Syndrom zur Welt. Und das mit Rückendeckung der Bioethik-Kommission. Man muss sich darauf einstellen, auf die neuen Dialoge bei der Supermarktkasse. Haben Sie Behindertensticker? Ja, natürlich.